Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Milady, darf ich vorstellen, euer neuer Kleiderschrank? Barbie, Barbie, dein schlecht gekleideter männlicher Begleiter hat unerlaubte Veränderungen im Schrank vorgenommen. Jetzt entspann dich mal, du Aufpasser. Ist schon gut, Schrank. Ich hab ihm natürlich die Erlaubnis erteilt. Du hast was? Na schön, ich geb ihm noch eine Tüte mit. Ich hab dich gebaut. Ich kann nicht glauben, dass dieser Tütenkopf Heini mein biologischer Entwickler ist. Das ist ja sowas von peinlich. Schrank, hast du hier die Festplatte ausgebaut? Ich kann grad nicht. Barbie, wie viele Stunden täglich verbringst du damit zu entscheiden, was du anziehst? Barbie verbringt damit etwa 3,25 Stunden am Tag. Das ist irgendwie blöd. Die Zeit fehlt mir dann nämlich woanders. Das Problem habe ich gelöst. So, darf ich vorstellen, die Was-Passt-zu-Was-Maschine. Perfekt. Wahnsinn. Ich hätte dieses Ensemble locker aus meinem USB-Anschluss gezaubert. Nächster Halt, der Gemütsanpasser. Dieses Baby findet heraus, wie es dir geht und passt die Farben deiner Kleidung im Handumdrehen an. Es gibt aber keine pinkfarbene Laune. Ich hab immer pinkfarbene Laune. Und zu guter Letzt das absolute Herzstück dieser Anlage. Tada! Mit ein paar unkomplizierten Knopfdrücken kannst du das Accessoire auswählen, wonach dir ist. Kendo, hast es schon wieder getan. Oh nein, hast du nicht. Lila Leggings mit gelben Pumps zu einem Weihnachtspulli und Disco-Kugelohrring? Seht mich nur an! Nein! Meine Horror! Aber eben hat doch alles ganz wunderbar funktioniert. Du blödes, besserwisserisches Accessoire-Dings, du, jetzt rück schon mit der Tasche raus! Warte, ich helf dir. Oh, du blödes Ding, du! Tut mir leid, Barbie. Ich habe deinen Schrank total ruiniert. Und was noch schlimmer ist, ich habe gerade $3 da reingesteckt und krieg kein Wechselgeld raus. Mädels, beruhigt euch doch. Ken hat nur versucht, sein Bestes zu geben. Ich bin sicher, er repariert diese Maschine. Kusch, kusch, Kanin. Es soll keiner auf den Roboter hinter dem Vorhang achten. Das gibt es doch nicht! Schrank, ich möchte dafür sofort eine Erklärung. Ich, du, er... Es tut mir so leid, Barbie. Kens neue Modifizierungen haben mir einen Schreck eingejagt. Oh, Schrank. In meinem Leben ist selbstverständlich Platz für euch beide. Wolltest du nicht vielleicht gerade etwas zu Ken sagen? Verzeih, Vater. Ken, ich meine Ken. Von mir aus, ich vergebe dir. Hey, wer möchte ein Sorbet? Ich möchte ein Sorbet. Bitte. Oh. Hey, du Schönheit. Kennst du einen IT-Profi, denn deine Funkstrahlen stören mein Betriebssystem?